Ja, ohne Leute im Chat merkt man nicht, wenn man keinen Ton hat. Wow. Wow. Okay. Egal. Egal. Die Viertelstunde. Die kommt jetzt nicht an. Ich bin so ein Dumm. Ich bin so ein Dumm. Naja. Okay, also wiederholen wir die letzte Viertelstunde, weil ich zu blöd war, meinen Ton einzuschalten. Eine Bobudor-Statue. Bobudor ist allen als der Vogel bekannt, der die Göttersage des Auga überliefert und den Menschen Glück bringt. Da der erste Besitzer dieses Etablissements ein Vogelliebhaber war, wird diese Statue seitdem traditionell von Besitzer zu Besitzer weitergereicht. Jo. Sehr schön. Hinterwäldler Ritter Steiner. Ein ATI. Gucken wir doch mal. Diese Stadt ist so groß, ich weiß schon gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Entschuldigung. Was bist du denn für einer? Und wie läufst du überhaupt rum? Ich habe mich etwas verlaufen und frage mich, ob ihr mich zum Schloss führen würdet. Na, das ist aber ein ganz neuer Aufreißspruch, muss ich schon sagen. Aber bei einer Blechbüchse wie dir muss ich leider strikt ablehnen. Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir erstmal was Vernünftiges zum Anziehen. Wie bitte? Aber ich. Na. Was denn? Bei dem jungen Ding kein Erfolg gehabt und jetzt probierst du es bei mir? Naja, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt, auch wenn ich nicht deine erste Wahl war. Was um alles in der Welt sind das für Gurken? Ach so, es ging um die Gurken. Das sind die feinsten Gurken ganz Lindblums, die köstlichen Schweißgurken. Na, willst du eine? Ist das ein Gestank? Je stärker sie stinken, desto besser schmecken sie. Na, dann nehme ich mal eine. Nicht mal wir Einheimischen essen sie in einem Happen. Die sind ja vorzüglich. Okay. Er fällt einfach mal würgend und hustend um. Aber er findet sie vorzüglich. Naja, was will man machen? Papis Kriegsschiff sieht toll aus. Wenn ich groß bin, dann will ich zusammen mit Papi durch die Gegend fliegen. Hui. Okay. Was sind diese Lufttaxen praktisch? Als ich noch jung war, da ging ich immer zu Fuß bis zum Theaterviertel. Wenn ich das heute mache, dann sterbe ich unterwegs wahrscheinlich. Ja, das ist doof. So, da unten in dem Gebäude geht es zur Lufttaxe, deswegen redet der Opa davon. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier nach oben. Also nach Norden. Ne? Hallo. Wie kann das sein? Niemand kauft meine leckeren Gurken. Der Geschmack ist unerreicht, aber der Geruch stört wohl viele. Sind nun mal in Ochsenschweiß eingelegt. In Ochsenschweiß, yo. So, haben wir hier irgendwo irgendwas Interessantes? Mihalas Ölladen. Bei mir gibt es das gesunde Jucköl, von dem zurzeit die ganze Apothekerwelt spricht. Auch Bergjuckölaus Bergjuckzöpfen auf Lager. Okay. Na denn. Haben wir hier noch so? Ah, hier können wir rein. Da war ich gerade eben bei dem Tonlos-Stream nicht drin. Kartensammler Ausgabe 7, Sonderbericht. Welche Karten werden zu Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerstücke dabei? Fabel Verlag. Aha. Naja, eine High Potion nehmen wir mit. Ein Echokraut nehmen wir auch mit. Hallo. Das Kartenspiel ist nicht so trivial, wie einige Irrtümlich glauben.
Das stimmt, das Kartenspiel ist Bullshit. Aber hey. Ist ja egal, ne? Diese elendig versmockte Luft hier in Nimplum bringt mich noch bald ins Grab. Ach, komm, hab dich nicht so. Sag mal hier. Ivans Fischladen. Frische Fische aus dem Meer vor Lindblumen. Entgrätet und in Scheiben geschnitten. Wenigstens schon entgrätet. Sauarbeit. Na. Holt euch die königlichen Miniaturen, die jeder haben will. Neue brane Miniatur gerade reingekommen. Schnappt sie dir alle. Pokémon an Jürgens Figurenladen. Okay, okay. Verstehe. Ich verstehe. Na, meinetwegen. So, hier kommen wir zum interessanten Teil des Händlerviertels. Hast du denn schon ein passender Top für das traditionelle Jagdfestivalgericht? Also einen brauchst du doch mindestens und ich habe lauter gute hier. Ja, gut. Das ist mir ziemlich egal, gerade. Wo ich hin will, ist in dieser wunderschönen Laden hier. Ja, gab es da so eine Zackenfrisur, der hatte so ein sperriges Teil gekauft. Ja. Zackenfrisur, der ein sperriges Schwert gekauft hat. Ich weiß gar nicht, wen er meinen könnte. Hallo? So. Wenn du es beim Jagdfestival auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du meine Waffen. Ja, wenn du das sagst. So, wir brauchen tatsächlich seine Waffen. Wir brauchen noch ein Seelen für der, auch wenn wir schon zwei davon haben. Wir brauchen kein Fallchen, den haben wir schon. Jagdspeer, keine Ahnung, wer den tragen soll. Eine Rute haben wir, eine Gabel. Nee, wir wollen jetzt eigentlich nichts essen, aber danke. So, wir brauchen Kristallarmreife. Vier Stück. Fragt euch jetzt mal, wie vier? Aber ja, vier ist schon richtig. Ne? So, dann Zipfelmützen. Na, nee. Suit nehme ich nochmal mit. Und nehme ich einen Escutcheon mit? Erstmal nicht. Erstmal nicht, weil ich weiß, ich krieg gleich noch einen. Ich weiß durch die Viertelstunde, die ich stumm gestreamt habe, dass ich gleich noch einen Escutcheon krieg. Nämlich hier. Was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark, Mann. Wenn jetzt von nie was. Die Qualität der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Ey, still, wir haben Kundschaft. Nur mit dem Mundwerk bist du gut. Mann. So, ja, wir können nämlich hier jetzt einfach mal rein und den hier in den Escutcheon vom Tisch nehmen. Weil, warum nicht? Ne? Und wie geht's dir so? Kann ich dir was für das Jagdfestival anfertigen? Ja, kannst du. Nämlich hätte ich gerne ein Aurora und ein Organic. Dafür brauchten wir das dritte Silenquidea, weil, ne, insgesamt drei. So, dann machen wir noch ein Baumwollkleid und ein paar Wüstenstiefel und was fehlt mir hier? Ein Federhut. Okay. Und Kristallschild nehmen wir auch mit, deswegen habe ich vier Kristallarmreife gekauft. So. Okay. Das hätten wir. Mir fällt gerade ein. Audin Lukas kann mal raus. Ich brauche auf jeden Fall später den Bestientöter. So, ach Mensch, ich kann euch ja gleich mal zeigen, ne, was hier die neuen Waffen so bringen. Hier lernen wir Augen auf. Augen auf. Was war denn das? War das Heilung von blind? Für alle? Glaube ich. Oder Heilung von Schlaf? Irgendwie sowas. Und Organic bringt uns Schwertseele. Wir haben ja aktuell die Fähigkeit Hau den Lukas, die ich gerade rausgenommen habe. Weil unser Mithril-Dolch hat keinen Zusatzeffekt. Schwertseele ist ein Skill, der den Zustandsveränderung, die auf dem Schwert herrscht,
auf den Gegner anwendet. Ich glaube mit 100% Wahrscheinlichkeit. Bin ich mir nicht 100% sicher, denke aber schon. Und das ist ganz nett. So. Okay, Wüstenstiefel sind ganz okay. Aber der Kristallschild ist halt auch ganz geil so. Deswegen legen wir den an. Okay. So. Hätten wir das. Moment. Federhut brauche ich? Ja, den brauche ich. Den brauche ich für Es werde Licht. Okay. Dann können wir hier wieder raus. Und. Und uns hier lang noch ein bisschen umsehen. So. Denn hier finden wir eine Kirche. Kirche. Ganz toll. Ich bin schon ganz kribbelig. Bald geht ja endlich das Jagdfestival los. Ach auf, Oma. Immer dasselbe, wenn meine Oma den Priester predigen hört, dann schläft sie sofort ein. Der erste, der das Reich Lindblom gegründet hat, war vorher auch auf einmal Sieger beim Jagdfestival. Diese Kirche wurde auch von Sid Meier's erbaut, um die Tradition des Jagdfestivals zu überliefern. Wenn ihr am Jagdfestival teilnehmen wollt, so reinigt erst einmal eure Seele im Gebet. Das Jagdfestival ist nicht nur ein blutrünstiges Spektakel, wie manche irrtümlich glauben. Im Kampf Mensch gegen Biest, nur auf die eigenen Fähigkeiten vertrauend, werden Charakter und Mut gestählt. Wer dies nicht versteht, ist der Teilnahme am Jagdfestival auch nicht würdig. Aha. Ihr Leute aus dieser Gegend hier waren früher ein Jägervolk. Und das Jagdfestival geht eben auf jene alte Zeiten zurück. Jo, gut. Gehen wir hier aber auf jeden Fall noch die Leiter hoch. Und hier hinten finden wir einen Lederpanzer. Will die Kirche bestehlen, weil warum nicht? Ja. Die Kirche bestiehlt Leute sowieso tagtäglich. Von daher kann man mal ein wenig zurückstehlen. So. Okay. Dann wollen wir doch mal... Dann wollen wir doch mal zur Lufttaxe rein da und starten dabei ein Active Time Event. Vivi geht einkaufen. Pflicht-Event. Und was ist das hier für eine Nuss? Riecht süß und sieht schmackhaft aus. Ich kaufe mal eine. In den Geschäften Lindblums gibt es lauter seltsame Sachen. Kann man das essen? Das sieht jedenfalls ungefähr so aus wie die Käferkrapfen, die Großvater immer gebacken hat. Tja, ups. Alice's Itemladen. Heute letzter Tag des Jagdfestivals Schlussverkaufs. Toll, ein Festival. Entschuldigung, ich hätte gerne das hier. Ich nehme an, du hast ein paar Mogris als Freunde, oder? Warum denn? Weil das eine Kuponus ist. Für Mogris die größte Delikatesse. Ach, so ist das. Das wusstest du also gar nicht? Naja, das ist die letzte, die ich habe. Schenke ich sie dir, weil du so wahnsinnig süß bist. Danke. Hey, eine Kuponus, yay. Übrigens, was ist denn das Jagdfestival? Ach, die lassen ein paar Tiere in der Stadt frei und... Toll, ein Tierfestival. Das klingt nach Spaß. Vielen Dank. Hoppla, wo ist der denn hin? Tiere schön und gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere. Da hat sie recht. Da hat sie aber mal sowas von recht. Naja. Hey du. Heutzutage gibt es ja die Lufttaxen, aber früher sind wir noch auf Chocobos geritten.
Damals hat man eine Stunde gebraucht, um von hier ins Theaterviertel zu gelangen. Okay. Tja. Sonderfahrplan. Die nächsten 3 Tage verkehrt die Lufttaxen wegen dem Jagdfestival nach dem Sonderfahrplan. Die Lufttaxenverwaltung. Ja gut, und wie ist der Sonderfahrplan? Ja, wäre ganz nett, wenn der hier auch stehen würde für Leute, die den nicht auswendig kennen. Naja. Dann wollen wir doch mal ins Theaterviertel. So. So. Okay. Hey, na? Eine Lufttaxe ist schon was sehr Praktisches, aber ich würde mir wirklich ein stilvolleres Design wünschen. Hier in dieser Stadt wirkt alles so grob. Was waren das bloß für Architekten? Tja. Willkommen im Theaterviertel. Die Lufttaxe fliegt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Bitte genießt euren Aufenthalt. Ja. Sprich, am 29. Februar im Schaltjahr fliegt sie nicht. Anscheinend. Davon sagt er nichts. Die 4 Stadtviertel verbunden durch die Lufttaxen. Einkaufsviertel, Theaterviertel, Industriegebiet und Schloss. Wir arbeiten, damit sie bequemer leben können. Die Lufttaxenverwaltung. Okay. Noch ein ATE. Dampfantrieb. Stimmt, und an genau der Stelle ist mir aufgefallen. Oh, kein Ton. Yay. Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können. Aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß. Ja. Entschuldigt, aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich eigentlich bin? Willst du etwa sagen, du hast dich verlaufen? Na, ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's, dann will ich mal nicht so sein. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiffdocks verbindet. Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks. Ehrfurchtgebietend, nicht wahr? Und was ist das für ein gigantisches Luftschiff da? Schwer zu übersehen, was? Dieses majestätische rote Ungetüm, das ist die Hildegard II. Dank des neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, kann die Hildegard II auch dort fliegen, wo kein Nebel ist. Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Was soll die dumme Frage? Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft. Steampunk! Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf ja aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Und wieder einmal, es schlingt um den Rest der Welt voraus. Jo, da hat er recht. Da hat er mal vollkommen recht. Ja. Nun denn, haben wir hier irgendwas Interessantes? Nö. Okay. Hi. Hier im Theaterviertel sind gerade alle nach dem Kartenspiel verrückt. Wenn du also auch ein Spieler bist, dann wirst du keine Probleme haben, hier einen Gegner zu finden. Yay. Toll. Meine Frau schwärmt auch für diesen Raoul. Weißt du, wie man sich da als Mann vorkommt? Beim Idol kann man eben nicht mithalten. Das stimmt. Er scheint eifersüchtig zu sein, aber er weiß doch, dass ich ihn liebe. Ja, toll. Einer. Ich komme oft hierher und füttere die Tauben. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ah?
Lindblum-Ausstellung. Anlässlich des 50. Jubiläums unserer Lindblum-Ausstellung darf der Gewinner ein Wandfresko in der Kirche malen. Na Mensch. Ey, eine Kiste. Bauen wir mal die Typen hier aus. Mit einem Jadestein. Okay. Warum nicht? Das Jagdfestival ist ein Heidenspaß. Glaube ich, male als nächstes ein Bild, auf dem man die tapferen Jäger ihre Beute erlegen sieht. Stillleben in Rot oder so ähnlich. Jo.